Ein besonderer Gast heute Abend bei mir. Eine wahre Segellegende, ein großartiger Segler. Loïc Peyron, der uns von seinen neuen Abenteuern erzählen wird. Hi Loïc, wo bist du im Moment und was machst du gerade? Ich bin in Alameda, Kalifornien. Als nächstes geht es nach San Francisco. Ich hatte Glück, ein ganzes Jahr hier mit dem Team Artemis Racing verbringen zu dürfen. Es ist ein großartiger Ort. Also Loïc, du wurdest von Artemis Racing zum 35. America's Cup angemeldet. Ja, so ist es. Offiziell seit ein paar Tagen. Wir haben natürlich einige Monate darüber gesprochen. Es gibt mehrere Gründe dafür, aber der erste und wichtigste ist, dass Sie mich gefragt haben, was wirklich toll ist. Was tust du genau dafür mit Artemis, Loïc? Wie immer ein bisschen von allem. Ich mag es, von allem etwas zu machen. Wie ich immer sage, meine Hauptbesonderheit ist es, Generalist zu sein. Aber genauer gesagt bin ich der zweite Steuermann. Also werde ich Nathan Outridge Beine brechen müssen, wenn ich ab und zu seinen Platz einnehmen möchte. Und ihr Jungs habt schon begonnen, mit den AC-45er zu segeln. Ja, das Segeln hat schon begonnen. Wir haben unsere zwei Boote hier vor einigen Stunden zu Wasser gelassen. Wir haben unsere erste Trainingssession zum nächsten America's Cup hin begonnen. Ich rechne nicht damit, dass wir alles von Neuem lernen müssen, aber das Ziel bei diesem Segeln ist es in der Tat, schon vorher auf der Yacht zu segeln. Wie wirst du das Team aufstellen, wo doch ehrlich gesagt so wenig Informationen an die Öffentlichkeit gegeben wurden? Es muss schwierig sein, oder? Naja, warte, es kann etwas komplizierter sein, aber der Unterschied zwischen dem allgemeinen Publikum und den Involvierten ist die Menge an verfügbaren Informationen. Also, das erlaubt uns manchmal ziemlich vage und manchmal ziemlich genaue Vorstellungen von dem zu haben, was uns erwartet. Wir warten also einerseits darauf, dass das Protokoll veröffentlicht wird, und andererseits versuchen wir, etwas vorzuarbeiten. Und glücklicherweise haben wir genug Informationen, die ich natürlich für mich behalten werde. Okay, schön und gut, so lautet die Devise. Und design die Elemente. Ja, so ist es. Und das nach Aufforderung der Australier, die Challenger of Record. Es gibt weniger Erfahrung und das Budget ist geringer und um ehrlich zu sein, könnten On-Design-Boote zum Beispiel erstens die Boote enger zusammenbringen und zweitens die Kosten bedeutend senken. Wenn man uns morgen sagen würde, dass alle Wings identisch sein werden und in China gemacht werden, dann könnten wir uns sparen, eine Armee von Ingenieuren herzubringen, um sie zu designen. Okay, wir werden dies natürlich aufmerksam beobachten. Aber da gibt es noch etwas anderes, Loïc. Du bist Repräsentant der Virtual Regatta und du hast ein Projekt. Oh ja, eine Menge. Mit meinem Freund Philippe Guignier und allen Virtual Regatta-Spielern möchte ich alle dazu einladen, etwas zu entdecken. Immer mit dem Hintergedanken, dass es nur ein Projekt ist und man es nicht schon für offensichtlich halten sollte. Ich möchte, dass jeder entdeckt, was eine AC-72er ist. Unsere alten Katamarane, diese Kampfjets, die wir letztes Mal hier hatten. Und wieso es sich nicht vorstellen können, und das ist die Schönheit virtuellen Segelns, wir können von allem Möglichen träumen. Lossegeln und den Ozean durchqueren. Also nicht den Atlantik, das machen wir jeden Tag. Warum denn nicht den Pazifik? Seitdem wir hier in San Francisco sind. Also, ich würde gerne alle willkommen heißen, virtuell mit der AC-72 Artemis von Alameda zu starten. Ich weiß, es ist ein dummes Projekt, was ich da habe, aber wieso nicht durch den Pazifik segeln und dem Challenger of Record einen Besuch abstatten? Also, Loïc, vielen Dank für diese tolle Unterhaltung. Danke, wir haben es etwas in die Länge gezogen, aber das ist schon in Ordnung.